Meine Damen und Herren, liebe Anleger, schön, dass Sie heute Abend trotz der Fußball-Weltmeisterschaft hier sind. Wir sprechen heute über Quality Invest, die Online-Vermögensverwaltung. Untertitel lautet Geldanlage in erfolgserprobte Anlagestrategien, weil was wünschen wir uns als Anleger alle? Wir wollen unser Geld in Anlagestrategien investieren, von denen wir wissen, dass sie in der Börsengeschichte bereits hervorragend funktioniert haben und von denen wir darüber hinaus ausgehen, weil die Sachlogik stimmt, dass sie auch in Zukunft funktionieren werden. www.qualitinvest.de ist die digitale Vermögensverwaltung von Dialogvermögen aus Stuttgart, die zusammen mit TraderFox mit uns entwickelt wurde. Gleich vorneweg die Infos. Bis zum 30. Juni haben wir ein Startangebot. Bis Ende des Monats beträgt die Mindesteinzahlung nur 10.000 Euro statt 25.000 Euro. Und TraderFox schenkt Ihnen 100 Euro, wenn Sie mindestens 25.000 Euro investieren. Die Website heißt www.qualitinvest.de. Jetzt mein Vorschlag. Solange ich das Webinar halte, gehen Sie am besten direkt mal auf die Seite qualitinvest.de. Schauen Sie sich das einfach parallel an. Und wenn Sie gleich loslegen wollen, geben Sie am besten hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Starten Sie den Depoteröffnungsprozess. Das geht sehr schnell. In 5 Minuten sind Sie durch. Und dann können Sie sich legitimieren für die Depoteröffnung per Video-ID oder klassisch per Post-Ident, wie es Ihnen lieber ist. Ich finde dieses Video-ID-Verfahren richtig gut. Dann ruft man einfach über Skype oder so ruft man an und kann sich dann online identifizieren lassen. Sehr komfortabel. Also, qualitinvest.de, wer während meinen Ausführungen Lust bekommt, hier gleich ein Depot aufzumachen, der kann hier einfach ganz einfach den Depoteröffnungsprozess starten. Die Zukunft der Geldanlage beginnt heute. Was stelle ich mir persönlich unter der Zukunft der Geldanlage vor? Bestimmt nicht so, wie es jetzt läuft. Bis jetzt läuft es so, ich logge mich ein bei meiner Bank und dann habe ich halt ein Depot und muss irgendwelche WKNs eingeben, kann irgendwelche Fonds kaufen. Ich stelle mir die Zukunft der Geldanlage so vor, dass ich einen Login-Bereich habe. Und hier sieht man den Login-Bereich, den Kundenbereich von qualitinvest. Und dann kann ich per Schieberegler mein Kapital verschiedenen Strategien zuweisen. Hier sieht man zum Beispiel, dass ich hier dem Quix Deutschland 30% zugewiesen habe und der Strategie High Quality Alpha Selection 70%. Einfache Vermögensallokation in verschiedene Anlagestrategien per Schieberegler. Derzeit stehen auf qualitinvest folgende Anlagestrategien zur Verfügung. Sie erkennen es, es sind die TraderFox Strategiekonzepte. Vom Quix Deutschland bis stabiles Wachstum über USA bis zu den High Quality Stocks Alpha Selection, konservativ Trend Following, Neo Davos mit Pivotal News Points. Diese Anlagestrategien, die Sie hier sehen, stehen derzeit auf qualitinvest.de bereits zur Auswahl. Dort können Sie Ihr Geld ganz einfach per Schieberegler hin transferieren. Wer steckt hinter qualitinvest? Der Seitenbetreiber ist die Dialog Vermögensmanagement GmbH in Stuttgart. Ein Vermögensverwalter, der von der BaFin reguliert wird, also und geführt wird die Dialog- und Vermögensmanagement GmbH von Anna Maria Fischer und von Michael Fischer, zwei sehr kompetente und auch sympathische Leute, mit denen wir seit etwa 1,5 Jahren sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und das ganze Projekt qualitinvest ist extrem schnell und ohne jede Reiberei gelaufen, so dass wir hier wirklich sehr zuversichtlich sind, dass wir etwas ganz Großes auf die Beine stellen können.
Wir von TraderFox waren für die technische Umsetzung des Projekts verantwortlich und sind Entwickler und Lizenzgeber der Anlagestrategie. Weitere Infos, wer dahinter steckt, wenn Sie das Team kennenlernen wollen, das Quality Invest auf die Beine gestellt hat, schauen Sie einfach auf die Website. Dort finden Sie die ganzen Infos. Die Depots werden übrigens bei der Baderbank in München geführt. Auch eine sehr innovative, seriöse und traditionsreiche Bank, die uns hier ermöglichen, alle Strategien für zu einer jährlichen Flat Fee von 1,5% pro Jahr abzubilden. In diesen Gebühren ist alles inklusive. Alle Transaktionen. Und 1,5% klingen vielleicht mehr, als man von einer ETF-Vermögensverwaltung kennt. Aber die Strategien, die wir hier fahren, wie Neo Davos mit Capital, mit Pivotal Capital, mit Pivotal News Points oder High Quality Alpha Selection oder Dividenden Champions, die werden alle auf Basis von Einzelaktienkäufen nachgebildet. Das heißt, wenn Sie sich entscheiden, Sie wollen investieren in den QuickS Deutschland und in die High Quality Stocks USA, dann haben Sie wirklich 45 Einzelaktien in Ihrem Depot drin liegen. Die Dividenden laufen direkt auf Ihr Depot. Und all diese Transaktionen, wenn da im Jahr für diese Strategien hunderte Transaktionen getätigt werden müssen, all diese Transaktionen sind in dieser Flat Fee inklusive. Die weitere Transaktionsgebühren kommen da nicht dazu. Und das ist eine richtige Innovation, die nur mit Hilfe der Baderbank möglich geworden ist. Vor allem sind wir auch froh, dass diese amerikanischen Strategien wirklich mit Originalkäufen an oder mit Käufen an den original amerikanischen Börsenplätzen durchgeführt werden. Also genau das Angebot, was man braucht, wenn man hocheffizient und kostengünstig an diesen teilweise auch sehr aktiven Trading- und Anlageansätzen partizipieren möchte. Hier schon ein kleiner Ausblick in die Zukunft, damit Sie sehen, dass das Angebot auch sehr schnell ausgeweitet werden soll. Es sollen noch Anlage- und Zukunftstrends investierbar gemacht werden, dass Sie zum Beispiel einfach per Schieberegler sagen können, ich möchte von dem Zukunftstrend künstliche Intelligenz profitieren. Dort haben wir dann 5 bis 10 Aktien ausgewählt, die von diesem Anlagetrend profitieren. Und dann können Sie auch per Schieberegler hier perspektivisch Ihr Kapital reinziehen. ETF-Strategien werden noch hinzukommen und mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit, es dürfte vermutlich möglich sein, darauf warten TraderFox-Leser ja auch schon sehnsüchtig seit 2 Jahren. Wir werden das Buffett-Konzept. Warren Buffett ist ja dadurch unter anderem so reich geworden, dass er gesagt hat, er nimmt ganz konservative Aktien. Qualitätsaktien mit ganz geringen Schwankungsbreiten. Aber er hebelt seinen Einsatz über ein Kredithebel. Warren Buffett hat in seiner Karriere einen Kredithebel von über 60% gefahren in Berkshire Hathaway. So viel würde ich jetzt persönlich nicht, oder für mich würde ich, so viel würde ich jetzt für mich nicht auswählen. Aber was mich schon sehr reizen würde, ist einmal eine Strategie wie High Quality Stocks USA, die mit einem Kredithebel von 20% noch zu verstärken. Auch das wird für alle, die so offensiv vorgehen wollen, dann hoffentlich bald möglich sein. Wir arbeiten daran. Was ich heute machen werde, ich werde mal unsere Motivation erklären, warum wir diese Anlagestrategien erforschen, und ich werde ein paar Anlagestrategien vorstellen, damit Sie einen guten Überblick bekommen, in was Sie hier bei Quality Invest investieren können. Was verbirgt sich hinter den High Quality Stocks USA? Was verbirgt sich hinter Conservative Trend Following? Oder was verbirgt sich hinter Neo Davos? Genau, jetzt fragen sehr viele nach der Seite nochmal, die jetzt hierzugekommen sind. www.qualityinvest.de
Und nochmal mein Tipp, wenn Sie jetzt schon am Rechner sind, wenn Sie mir zuhören, dann starten Sie hier am besten gleich den Depoteröffnungsprozess und wählen Sie dort die Anlagestrategien aus, die Sie interessieren. Auch die Identifizierung ist extrem schnell und extrem einfach möglich. Sie haben die Möglichkeit, sich per Video-ID zu identifizieren oder ganz normal auf den klassischen Weg per Post-Ident-Verfahren. Was ist die TradeFox-Mission? Als ich an der Börse angefangen hatte, 1998, habe ich 5 Jahre ohne großen Plan agiert. Erst 2003 habe ich angefangen, mir systematische Trading-Ansätze zu überlegen. Und dann kam schon damals der Gedanke auf, im Jahr 2003, dass ich gesagt habe, ich sollte systematisch den Erfolg der erfolgreichsten Börsianer untersuchen, die es in der Börsengeschichte gibt. Das ist ja eigentlich naheliegend. Warum orientieren wir uns nicht einfach an den Börsenpersönlichkeiten, die es geschafft haben, ihr Vermögen an der Börse extrem zu vermehren? Und das habe ich dann auch zuerst intensiv auf der Trading-Seite gemacht. 2006 habe ich einen großen Durchbruch erzielt, indem ich bei Jess Livermore How to Trade in Stocks über die Pivotal Points gelesen habe. Und die haben ab dann mein Trading-Verhalten sehr stark dominiert. Ab 2010 habe ich auch intensiv damit begonnen, über Anlagestrategien zu forschen. Und zwar, dass ich mir zum Beispiel angeschaut habe, was schreibt denn Warren Buffett über seine Anlagestrategie? Wie geht denn Warren Buffett vor? Was schreibt ein Benjamin Graham? Was schreibt ein Joel Greenblatt? Und das hat mich interessiert. Die Ausgangsfrage ist, wie haben es die erfolgreichsten Börsianer, die wir kennen, die in den Forbes-Listen ganz vorne stehen, wie haben es die geschafft, ihr Vermögen so stark zu vermehren? Und dann war die Idee geboren, dass wir diese Anlagestrategien einmal quantifizieren, sprich in Form 100% trägerbasierte mathematischer Regeln verfügbar machen und dann, dass wir diese Anlagestrategien an die Börse bringen. Das haben wir dann vor 4 Jahren angefangen und haben das auch erfolgreich geschafft. Das haben wir dann auf Quixpoint Capital bereitgestellt. Und hier kann man dann zum Beispiel diese Strategien auch als börsennotierte Indizes verfolgen. Es findet eine Echtzeit-Kursnotierung statt, alles 100% transparent. Sie können hier immer die aktuellen Aktien einsehen, Sie können die Regelwerke einsehen, Sie können die Entwicklung einsehen und so weiter und so fort. Und das war unsere große Idee. Die besten oder die erfolgreichsten Anlagestrategien der Welt, die wir kennen, in Form mathematischer Regeln transparent zu gestalten und dann 100% in Echtzeit die Performance verfügbar zu machen. Ursprünglich wollten wir alles über Indexzertifikate zugänglich machen, hat dann auch zeitweise gut geklappt, bis dann eine amerikanische Gesetzgebung uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Seit Anfang 2017 sind die Indexzertifikate auf High Quality Alpha Selection, High Quality Stocks und diese ganzen amerikanischen Indizes leider nicht mehr kaufbar. Und jetzt, 1,5 Jahre später, ist es für uns darum jetzt wirklich ein ganz großer Quantensprung, dass wir einmal es geschafft haben, mit Hilfe von Dialog Vermögensmanagement in Stuttgart, diese Strategien nun wieder investierbar zu machen und dass wir es zum anderen noch den positiven Nebeneffekt haben, es gibt kein Emittentenrisiko mehr. Wenn Sie hier bei Quality Invest den High Quality Alpha Selection nachbilden, dann haben Sie diese Aktien, die aktuell im Index enthalten sind, wirklich als Einzelaktien in Ihrem Depot drin. Das Emittentenrisiko, das wir davor hatten, fällt jetzt hier auch komplett weg. Also in zweierlei Hinsicht eine richtige Innovation. Hier sehen Sie ein paar Bücher, die es sich lohnt, auf jeden Fall zu lesen, von einigen Persönlichkeiten, die mit ihren Ideen und ihren Konzepten
auch ganz große Inspiratoren für uns waren. Warren Buffett natürlich, aber auch Charlie Munger. Und ich empfehle insbesondere das Buch von Charlie Munger. Hier wird über verschiedene Arten von Wettbewerbsvorteilen und von Burggräben philosophiert, die ein Unternehmen haben muss, damit es seine Konkurrenz dominieren kann. Ein sehr lesenswertes Buch. Wir haben eine Strategie, dass sich an Joy Greenblatt die Börsenzauberformel orientiert. Traderfox, stabiles Wachstum, folgt dem Amazon-Prinzip. Mehr dazu gleich. Auch sehr erfolgreich, High Returns from Low Risk, eine der größten Anomalien, die es im Bereich der Börse gibt, wird in diesem Buch beschrieben. Und wir haben diesen Ansatz als konservativ Trend-Following-Portfolio-Konzept verfügbar gemacht. Nun fange ich an, dass ich die ersten Strategien ausführlich vorstelle. TraderFox High Quality Alpha Selection. Dieser Index investiert in 12 Aktien mit Burggrabeneigenschaften. Es geht darum, dass wir nach dem Ansatz von Warren Buffett uns Firmen aussuchen, von denen wir glauben oder wo alle Kennzahlen darauf hindeuten, dass diese Firmen ein gutes Management haben und das Management führt diese Firmen auf einem stabilen Pfad der Umsatz- und Gewinnentwicklung und es gibt Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. Hohe Eigen- und Gesamtkapitalrenditen, hohe und stabile Nettogewinnmargen sind ganz wichtige Auswahlfaktoren für diesen Index. Dieser Index hat, man kann es so sagen, hat wirklich den Vogel abgeschossen. Er ist börsennotiert seit dem 28. August 2015. Mit der Backtest-Phase beträgt die jährliche Performance 16,5%. Der maximale Drawdown seit 1999 während der Finanzkrise, der sich beim empirischen Backtest des Regelwerks ergab, ist deutlich geringer als der Gesamtmarkt. Während der Finanzkrise korrigierte dieser Index um nur 38,46%, der S&P 500 korrigierte um über 55%. Seit der Börsennotiz bei 10.000 Punkten im August 2015 hat dieser Index um 73% zugelegt. 73% Kursgewinn seit Börsennotiz. Unglaublich. Und Sie sehen, dieser Index ist jetzt auch schon wieder auf Allzeithoch. Wir haben hier bei diesem Index Alpha Selection eine sehr große Fangemeinde. Kurze Zeit, nachdem damals die Zertifikate auf den Markt kamen, waren hier schon mehrere Millionen investiert. Die Anleger von damals haben eine hervorragende Entwicklung jetzt mitgenommen. 1,5 Jahre war es nicht mehr kaufbar, aber jetzt kann über Quality Invest wieder in den High Quality Alpha Selection investiert werden. Ich zeige mir hier die letzten 3 Monate mit dem Benchmark. Man sieht, die Börsen wurden volatiler, die Situation wurde schwieriger und jetzt hat diese Alpha Selection ist davongezogen wieder, hat neue Hochs gemacht. Hier ist der Vergleich mit dem Benchmark in den letzten 12 Monaten und hier in den letzten 10 Jahren. Man zieht nicht nur absolut auf neuen Hochs, sondern auch relativ gesehen eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 Total Return. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, dieser Index gefällt mir, das ist ganz einfach. Einfach auf www.qualitinvest.de den Depoteröffnungsprozess starten. Wenn Sie durch sind, erwartet Sie einen Kundenbereich, hier ist es größer, der folgendermaßen aussieht. Sie können dann sagen, Sie haben 25.000 Euro eingezahlt und jetzt ziehen Sie zum Beispiel 100% Ihres Vermögens auf oder Ihres Kapitals, das Sie hier eingezahlt haben, in diese Strategie High Quality Alpha Selection und schon sind Sie bei der Entwicklung dieses Index mit dabei? Jetzt muss ich mal fragen, ist cool, oder? Wer cool findet, schreibt bitte mal cool. Ich möchte einfach mal ein Stimmungsbild hören.
Herausragend, hervorragend, danke, cool. Ja, ich bekomme jetzt 50 cools, 100 cools, sehr cools, mega, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, genau. Also die Zuhörer sind genauso begeistert wie ich. Genau, das geht auch bei 10.000. Jetzt bis zum 30.06. ist die Mindesteinzahlung nur 10.000 Euro statt 25.000 Euro. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie jetzt eh schon dabei sind, starten Sie am besten den Depoteröffnungsprozess, während Sie mir zuhören. Und wenn Sie konzentriert das machen, sind Sie in 5 Minuten schon durch. Und dann kommen Sie zum Post-ID oder zum Video-ID-Verfahren. So, der Alpha Selection. So sieht die Outperformance aus gegenüber dem S&P 500. Nur im Jahr 1999, als wir die Internet-Bubble hatten, als wir die neue Markt-Bubble hatten, als wir diese große Übertreibungsphase an der Nasdaq hatten, da kam es zu der Situation, dass Qualität und Value liegen gelassen wurde. Da hat der Index eine deutliche Underperformance gemacht. Aber seitdem, im Krisenjahr 2000, der neue Markt hat angefangen zu kollabieren, die Internetaktien haben angefangen zu kollabieren. Der Index hat da 40% Outperformance gehabt. Stabile Outperformance-Verteilung seit vielen, vielen Jahren. Und was man hier sieht, immer wenn wir schwierige Börsenzeiten haben, dann trumpft dieser Index auf. Die Crashphase 2000 bis 2002 hat sich insgesamt 80% Outperformance angesammelt. Während der Finanzkrise hat sich eine gewaltige Outperformance angesammelt. Aber auch in guten Börsenzeiten eine leichte Outperformance, aber in Crashphasen hat dieser Index bis jetzt immer aufgetrumpft. High Quality Alpha Selection. Machen wir es so, ich beantworte die Fragen am Ende gegen 18.40 Uhr dann gebündelt. So, kommen wir weiter mit Konservativ Trend Following. Und ich zeige nochmal, auf welchem Buch diese Strategie basiert. Wie gesagt, es ist die Mission von TraderFox. Wir wollen Börsenerfolg erforschen. Und immer wenn ich von einer neuen Anlagestrategie lese, immer wenn ein neues Buch kommt, immer wenn eine neue wissenschaftliche Publikation kommt, die ich in die Finger kriege, dann lese ich das durch. Wir versuchen das hier bei TraderFox zu modellieren, in vormathematische Regeln zu pressen. Und wenn etwas Gutes dabei rauskommt, dann veröffentlichen wir es als Portfolio-Konzept. Etwas extrem Gutes kam raus bei High Returns from Low Risk. Und zwar handelt es sich hier um die Strategie, die das geringste Risiko hatte, das ich bei Anlagestrategien eigentlich je gesehen habe. Ich möchte zunächst über das Regelwerk sprechen. Wir haben die 1000 größten Aktien in den USA. Die 1000 größten Aktien. Und jetzt werden die 500 Unternehmen mit den niedrigsten 52 Wochen Renditen rausgestrichen. Aktien, die schwach sind, werden bei dieser Strategie einfach nicht berücksichtigt. Die verbleibenden Aktien werden nach der Volatilität gerankt und werden nach der Gewinnrendite gerankt. Also die Gewinnrendite ist eine Kennzahl aus Dividendenausschüttungen und dem Geld, in die für Aktienrückkäufe eingesetzt werden, minus Kapitalerhöhungen, geteilt durch die Marktkapitalisierung. Also die Gewinnrendite ist eine Kennzahl, wie viel Geld verdient eine Firma wirklich, wie viel Cash setzt eine Firma frei, das den Aktionären zur Verfügung steht. Und jetzt haben wir dadurch günstige Unternehmen, die zudem noch eine geringe Schwankungsbreite haben an der Börse. Aber wir wissen, wir haben aufgrund der Tatsache, dass wir am Anfang die 500 schwächsten Unternehmen rausstreichen, die werden einfach nicht berücksichtigt. Damit umgehen wir die sogenannte Value Trap. Die Value Trap ist ein Phänomen, das häufig auftritt bei Aktien, die optisch günstig erscheinen. Zum Beispiel, oder ein super Beispiel hierfür, sind die Versorgeraktien RWE und E.ON in den Jahren ab 2009. RWE und E.ON, Sie wissen das vielleicht, haben immer hohe Dividendenrenditen gehabt. Die haben immer Dividendenrenditen von 5% gehabt, aber die Aktienkurse sind nur gefallen und gefallen und gefallen. Warum? Weil die Dividende je Aktie gesunken ist.
Das ganze Geschäft war problematisch, das Geschäftsmodell war nicht mehr zeitgemäß. Der Staat hat das Geschäftsmodell der Versorger kaputt gemacht. Und darum hatten wir die Situation, optisch waren die Aktien zwar günstig, aber weil sich die Geschäftsperspektiven verschlechtert haben, sind die Aktien nur gefallen. Und diese Value Trap ist einer der größten Fallen für Value-Investoren. Das wird übrigens auch in dem Buch High Returns from Low Risk ganz ausführlich thematisiert. Und durch diesen Trick, dass wir sagen, die Börse trifft hier eine gute Vorauswahl, wo es Probleme gibt. Wenn Firmen Probleme haben, beginnen die Aktien zu fallen. Und indem wir am Anfang des Auswahlprozesses sagen, die 500 Firmen mit der schlechtesten Performance werden einfach ignoriert. Dadurch reduzieren wir das Risiko, in eine Value Trap zu laufen, ganz, ganz, ganz entschieden. Und so sieht die Rendite aus, dieses Portfolio-Konzepts gegenüber dem S&P 500 Total Return oder in Zahlen. Durchschnittsrendite pro Jahr 14,46%. Und jetzt maximaler Drawdown, minus 24,56%. Der maximale Drawdown war deutlich, deutlich niedriger als der des Gesamtmarktes. Selbst während der Finanzkrise, als der breite amerikanische Aktienmarkt um über 55% korrigierte, musste diese Strategie nur Kursverluste von 28% verzeichnen während des Hochs. Also während der heftigen Finanzkrise, die wirklich nahezu jede Aktie in Grund und Boden geprügelt hat. In den letzten Jahren war der Drawdown immer sehr, sehr gering hier. Man sieht hier eine sehr stabile Entwicklung. Konservativ Trend Following, ein sehr interessantes Portfolio-Konzept, gehört zu meinen Favoriten aus dem Buch High Returns from Low Risk. Auch meine Empfehlung, lesen Sie diese Bücher. Und wenn Sie diese Anlagestrategien überzeugt haben und Sie sagen sich, okay, Joel Greenblatt, die Börsenzauberformel, dann möchte ich in dieses Konzept, möchte ich unbedingt investieren, dann gehen Sie auf www.qualitinvest.de. Sie können hier auf Investieren klicken und dann können Sie Ihr Geld nach den Regelwerken unsere Interpretation dieser Strategie investieren. Genau, jetzt frage ich mal zurück. Wer findet es schon gut? Wer hat den Depoteröffnungsprozess bereits gestartet? Schreiben Sie mal gestartet hin, wenn Sie sich schon angemeldet haben. Oder noch was Wichtiges. Sehr schön, jetzt bekomme ich schon 10 gestartet, 20 gestartet. Oder wenn Sie es noch nicht gestartet haben, stellen Sie mir bitte gleich Ihre Fragen, was Sie noch wissen wollen, was Sie noch interessiert. Sehr gut. Und jetzt kommt eine der interessantesten Strategien. Und zwar interessant, weil es zwei Dinge zeigt. Ich beginne damit, warum es eine sehr interessante Strategie ist. Diese Strategie hat Amazon zum Vorbild. Was war eine Eigenheit von Amazon? Wir haben uns mal angeschaut, wie Amazon gewachsen ist. Amazon hat alles Geld sofort wieder reinvestiert in weiteres Wachstum. Und dadurch hat Amazon es geschafft, beim absoluten Umsatzwachstum sehr konstant zu sein, sehr konstant zu bleiben. Keine Firma auf der Welt kann exponentiell wachsen. Geht nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass sehr erfolgreiche Firmen es schaffen, über lange, lange Zeit mit gleichbleibenden absoluten Raten zu wachsen. Zum Beispiel, dass der Umsatzwachstum jedes Jahr 2 Milliarden US-Dollar beträgt. Diese Art von Wachstum ist sehr gesund.
Wenn eine Firma wenig neues Kapital aufnehmen muss, die Firma soll dieses Umsatzwachstum schaffen, ohne viel Kapital dafür zu benötigen. Mit Geld kann jeder wachsen. Das ist auch so eine unternehmerische Weisheit von mir. Mit viel Geld kann jeder alles erreichen. Und ich finde immer die Geschäftsführer und Manager so lustig, die, sobald es um irgendetwas darum geht, irgendetwas zu verwirklichen, die immer gleich extrem viel Geld brauchen. Leute, die Wahrheit ist, mit viel Geld kann jeder alles erreichen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich 10 Milliarden auf dem Firmenkonto habe, kann ich alles erreichen, was ich will. Die Kunst des Unternehmertums besteht darin, mit wenig Geld viel zu erreichen. Und auch diese Idee, die spiegelt sich in diesem Anlagekonzept TraderFab Stabiles Wachstum wider. Es werden Firmen bevorzugt, die ein hohes und stabiles Umsatzwachstum haben, aber die einen geringen Kapitalbedarf haben. Und dann kommt hier noch ein Value-Faktor rein, das Kurs-Umsatz-Verhältnis muss niedrig sein. Die Bewertung darf nicht allzu hoch sein. Wir haben gemerkt, oder wir haben, darüber kann ich ein eigenes Webinar halten, darum sage ich jetzt das Fazit, der König der Value-Faktoren ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis kann man kaum betrügen. Die Firmen, die mit den höchsten KUVs notieren, von denen die sollte man meiden wie der Teufel das Wasser. Niedriges Kursumsatzverhältnis mit relativer Stärke in der Aktie und stabilen Wachstumsraten im Umsatz, das ist eine Königskombination. Jetzt habe ich gesagt, ist diese Strategie auch sehr, finde ich deswegen so interessant, weil sie wirklich sehr bedeutend ist für eine wichtige Erkenntnis. Wenn man andere Anlagestrategien als die eines Gesamtmarktinvestments wählt, dann kann es sein, dass man auch mal ein, zwei Jahre schlechter als der Gesamtmarkt abschneidet. Und genau das ist uns passiert. Genau das ist uns passiert. Wir haben diesen Index an die Börse gebracht. Wow. Sehr stabile Tendenz zur Outperformance. Sehr stabile Tendenz. Wir bringen diesen Index an die Börse und was passiert? Erstmal ein Jahr mit einer deutlichen Underperformance. Boah, das hat keinen Spaß gemacht. Es hatten viele Leute in das Zertifikat der Deutschen Bank darauf investiert und die haben sich gefragt, was passiert denn hier? Funktioniert die Strategie nicht mehr? Oder was ist hier los? Und jetzt schauen wir uns an, was passiert ist. Zu C, ich gehe auf www.quizu. Genau, die Anlaufstelle Nummer 1, gerade noch für Infos rund um die Strategien, ist Kriegspunkt Capital. Wir bauen alle Infos gerade auch auf qualitinvest.de ein. Ich denke, es wird noch eine Woche brauchen. Dann finden Sie diese ganzen Infos auch direkt auf qualitinvest.de. Aktuell finden Sie hier die Sachen noch auf Kriegspunkt Capital. Aber die Geschichte ist, wir hatten diese Strategie an die Börse gebracht. Dann kam ein Jahr der Underperformance. Zu 10.000 Punkten war die Börsennotiz. Und jetzt auf einmal hat die Strategie angefangen durchzuziehen. Wir haben auch jetzt hier wieder eine Performance von plus 40%. Und ich zeige mal den Benchmark in den letzten 12 Monaten. In den letzten 12 Monaten hat diese Strategie den Gesamtmarkt stehen lassen. Ich sehe hier eine Outperformance von Pi mal Daumen 20% fast. Also 20 Prozentpunkte Outperformance allein in den letzten 12 Monaten. Jetzt hat diese Strategie wieder voll durchgezogen. Und ich muss auch sagen, wenn wir uns die langfristige Rendite anschauen, wenn man 16% Rendite erreichen möchte, dann haben wir hier zwei Indexkonzepte, die das am besten erreicht haben. Einmal TraderFox stabiles Wachstum. Hier kommen wir fast auf diese 16% Rendite. 15,6% war die Durchschnittsrendite insgesamt. Und High Quality Alpha Selection. Hier sind wir bei einer jährlichen Durchschnittsrendite von 16,5%. Also stabiles Wachstum. Wir haben uns Amazon angeschaut, haben das Wachstum von Amazon analysiert. Das war der Ideengeber. Ansonsten eine Eigenentwicklung von TraderFox. Und hier haben wir auch die Philosophie verwirklicht. Ein guter Unternehmer
schafft es mit wenig Geldbedarf viel zu erreichen. Mit viel Geld kann jeder alles erreichen. Mit wenig Geld können wenige viel erreichen. Aber genau darum geht es. Und ein Management, das da schafft, mit wenig Kapitalbedarf viel zu erreichen, das macht in der Regel einen guten Job. Und solche Aktien befinden sich im Index Trader Fox stabiles Wachstum. So, bevor wir jetzt zur Neo-Dollar-Strategie kommen, und das sind die offensivsten Strategien, die wir jemals gefunden haben. Wir haben 5 Jahre gebraucht. Ah, ich verstehe es nicht. Wir waren teilweise blind auf beiden Augen. Wir haben so viel mit Momentum-Ansätzen rumprobiert. So viel, 5 Jahre lang. Und dann hatte ich diese entscheidende Idee, dass wir uns nur auf die Aktien konzentriert haben, die schon extrem gestiegen sind. Warum das funktioniert, erzähle ich gleich. Aber dann haben wir den Durchbruch geschafft. Und hier haben wir Strategien, die im Backtest auf 26% pro Jahr gekommen sind. Und übrigens, und das ist ja das Verrückte, wir haben diese Strategie ja vorgestellt, auch im Aktienmagazin, vor etwa 2 Monaten. Und dann haben wir diese Strategien live gestellt. Und jetzt raten Sie mal, wie stark die Neo-Dollar-Strategie mit Pivotal Points zugelegt hat in 6 Wochen. Raten Sie, was ist Ihr Tipp? Wie stark hat die Strategie Neo-Dollars mit Pivotal Points zugelegt in den letzten 6 Wochen? Plus 35,76%. Diese Aktien sind aktuell im Depot. Wir haben das live gestellt am 20. April. Davor war alles Backtest. Aber die reale Phase, wo wir jeden live zugucken konnte, 20. April 2014. Plus 35,76% in den letzten 6 Wochen. Hier auch nochmal der wichtige Hinweis. Muss ich einfach sagen. Eine vergangene Performance ist niemals eine Garantie für eine zukünftige Performance. Niemals, das ist klar. Aber was wir gesagt haben, wir wollen dadurch, dass alle Strategien 100% regelbasiert sind, menschliche Entscheidungen spielen keine Rolle, wollen wir den Faktor Glück so weit wie möglich minimieren. Und indem wir alle Strategien auf mindestens 20 Jahre zurückgetestet haben, wissen wir, dass sie zumindest in den letzten 20 Jahren funktioniert haben. Und meine persönliche Meinung ist, wenn ich hinter einem Regelwerk eine Sachlogik habe, das heißt, ich verstehe, warum dieses Regelwerk funktionieren sollte, und dann habe ich eine ausreichend lange Backtestphase, dann fühle ich mich absolut auf der sicheren Seite. Okay, bevor ich jetzt noch über die Neo-Dollar-Strategien spreche, hier nochmal die Frage an alle im Chat. Welche Strategie finden Sie persönlich am interessantesten? Wer findet den Alpha Selection am interessantesten? Burggraben-Idee von Warren Buffett. Wer findet konservativ Trendfollowing am interessantesten? Oder wer findet stabiles Wachstum am interessantesten? Ich bin gespannt, was Ihnen am besten gefällt.
Moment. Jetzt war der Ton kurz weg, ja? Kann das sein, der Ton war kurz weg? Ja, der Ton war kurz weg. Kein Problem. Kein Problem. Ich sage die Kernaussage gleich nochmal. Wenn Sie in Ihrem Freundes- und Bekannteskreis, wenn Sie durchaus kluge Menschen fragen, was diese Leute von der Strategie halten, dass sie nur in Aktien investieren, die mindestens 70% gestiegen sind seit ihrem 52-Wochen-Tief, dann werden die Leute das nicht verstehen und sie werden eher ablehnend auf diese Strategie reagieren. Der normale Börsianer lässt kontraintuitiv die Finger von Aktien, die stark gestiegen sind. Aber jetzt schauen wir uns einmal an, was die ersten 100% bedeuten. Netflix, 400 US-Dollar. Ich gehe ins Jahr 2013. Die Aktie steigt von 10 auf 20. Hier erfüllt sie dann die Neo-Davos-Kriterien. Hier erfüllt Netflix die Neo-Davos-Kriterien. Hier bei 20 US-Dollar. Würden Sie sagen, es war zu spät, bei Netflix bei 20 US-Dollar einzusteigen? Nein, auf keinen Fall. Die Aktie hat sich von diesem Niveau verzwanzigfacht. Aber Sie sind nicht hier eingestiegen. Sie sind auch nicht hier eingestiegen, auch nicht hier, sondern erst dann, als hier die Aktie so richtig Momentum aufgebaut hat und nach oben durchstartete. Erst dann, als die Firma in die Gewinnspur zurückgefunden hatte, erst hier wurde das große Kaufsignal dann markiert. Und ganz typisch. Das Gap-Up, der Pivotal Point. Das ist ein Pivotal Point. Ein riesen Gap-Up. Kein Mensch kauft. Und hier haben wir eine Strategie. Wir konzentrieren uns auf Aktien, die seit ihrem 52-Wochen-Tief um mindestens 70% gestiegen sind, beziehungsweise in den meisten Neo-Davos-Ausprägungen auch um bis 100%. Wir konzentrieren uns in der Strategie auf Pivotal Points, auf die Aktien, die ein Gap-Up gezeigt haben. Gap-Up ist ein guter Hinweis auf Zahlen über den Erwartungen, die da ein Kursniveau rechtfertigen, die zeigen, dass sich die Dinge zum Positiven entwickeln. Und hier ist dann die Aktie ein Kandidat für das Neo-Davos-Musterdepot mit Pivotal Points. Hier ist die Entwicklung in der Basisstrategie. Hier ist das exakte Regelwerk. Ich zeige die Regeln kurz im Kundenbereich vom Aktienmagazin. Dort haben wir die Portfoliokonzepte ausführlich hinterlegt. Portfolios. Neo-Davos in der klassischen Variante. Hier zeigt die Empirik. Plus 22% Durchschnittsrendite pro Jahr. Es gibt eine Marktampel, die Marktampel hat das Risiko überschaubar gehalten. Plus 22%. Neo-Davos mit Pivotal Points. Durchschnittsrendite pro Jahr war in den letzten 20 Jahren nach diesem Regelwerk plus 27%. Auch hier der Hinweis. Eine vergangene Entwicklung ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Das Schöne, seitdem wir das Depot live gestellt haben, hat innerhalb von 6 Wochen das Depot um plus 35% zugelegt. Verrückte Welt, verrückte Zeiten. Und jetzt die beste Nachricht für mich. Diese Strategie funktioniert auch mit Large Caps. Wenn wir hier einen Mindestwertbörsenwert einführen, der beträgt aktuell 5 Milliarden US-Dollar. Mindestbörsenwert, 5 Milliarden US-Dollar. Auch hier haben wir super Ergebnisse. Plus 17,88% Durchschnittsrendite nach diesem Regelwerk in den letzten 20 Jahren. Wenn Sie die Neo-Davos-Strategie nachbilden wollen, Sie ahnen es schon, geht auch das inzwischen ganz einfach.
Sie gehen auf www.qualitatinvest, machen ein Depot auf und dann können Sie einfach nach der Einzahlung Ihr Geld in die Neo-DAWA-Strategie reinziehen. Und dann wird Ihr Geld 100% regelbasiert nach dieser Strategie angelegt. Eine absolute Innovation am deutschen Markt. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, diese Innovation auf die Beine zu stellen. So, wer Lust hat, startet jetzt bei qualitatinvest.de direkt den Depotöffnungsprozess. Sie können dann gleich die Strategien auswählen. Sie müssen ein paar Fragen beantworten. Was schreibt der Gesetzgeber vor? Aber wenn Sie konzentriert vorgehen, haben Sie das in 5 Minuten geschafft und können sich dann, wenn Sie es wollen, auch per Video-ID sofort identifizieren oder eben ganz klassisch per Post-ID. Ihr Geld liegt in Deutschland bei der Baderbank in München. So, gibt es Fragen? Fragen bitte jetzt. Gibt es eine Aufzeichnung des Webinars? Ja, die Aufzeichnung stelle ich online. Ist die Kontoeröffnung auch aus Österreich und der Schweiz möglich? Ich denke ja. Also ich sage jetzt, ich bin jetzt nur zu 90% sicher, ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Ich denke ja. Ich denke ja, ja. Ich frage nach, aber ich denke ja. Man ist an die ursprüngliche Wahl nicht gebunden, man kann wechseln. Eine neue Allokation wird jeden Monat einmal umgeschichtet. Ein guter Punkt, Francisco. Aber 10.000 Euro für eine Strategie. Sie können jetzt in der Startphase eine Mindesteinzahlung nur 10.000 Euro. Dann klappt das. Okay, wow. Okay. Sehr viele Fragen zum konkreten Ablauf der Vermögensverwaltung. Sehr, sehr viele Fragen. Das Interesse ist riesig. Nein, Jürgen, das würde ich nicht machen. Okay. Einlagensicherung, Sparpläne, Kontoeröffnung aus dem Ausland. Wow, so viele Fragen. Also, unsere Zeit hier im Webinar ist leider so gut wie vorbei. Um 19 Uhr haben wir den nächsten Termin. Es tut mir an dieser Stelle wirklich leid, dass ich diese ganzen komplexen Individualfragen nicht beantworten kann. Aber bitte, hier ist die Telefonnummer von Dialog Vermögensmanagement. Ich gehe davon aus, Sie sind morgen ab 9 Uhr, können Sie hier anrufen und die können Ihre Fragen sehr kompetent beantworten im Detail. All diese Fragen, die jetzt gerade hier reinregnen, wenden Sie sich auf qualitatinvest.de direkt an die Kontaktmöglichkeiten. Nutzen Sie das Kontaktformular. Nutzen Sie das Kontaktformular, rufen Sie an und dann werden wir Ihre Fragen ausführlich beantworten. Ich habe ein Protokoll von diesem Chat, von den ganzen Fragen, die gerade reingekommen sind. Ich werde dieses Protokoll noch besprechen mit der Anna Fischer und dem Michael Fischer und vielleicht können wir dann an alle Webinarteilnehmer auch noch eine schriftliche Beantwortung von vielen Fragen schicken. Genau, ich denke, das machen wir, damit Sie jetzt die ganzen Fragen nicht umsonst hier reingeschrieben haben. So, sehr gut. Ich muss weiter zum nächsten Webinar. Freut mich sehr, dass Sie heute Abend dabei waren. Und wie gesagt, starten Sie am besten noch heute den Depoteröffnungsprozess. Nutzen Sie das Startangebot bis zum 30. Juni.
2018. Ich denke, wir haben eine richtig tolle Sache auf die Beine gestellt, auf die ich jetzt auch richtig stolz bin. Und dann schauen wir zu, wie sich unser Geld gemäß diesen Anlagestrategien entwickelt. An alle noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.